Guten Morgen, ich freue mich, Sie begrüßen zu können zur nächsten Vorlesung der Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir werden uns heute vor allem mit Themen der Motivation und verschiedenen Erwartungswertmodellen beschäftigen und uns auch ein bisschen genauer anschauen, Interesse, was ist das, wie entsteht das und wie ist auch da die Verbindung zur Motivation. Vorneweg. Die Quizergebnisse von letzter Woche, die sehr gut diesmal ausgefallen sind, das freut mich auch sehr. Und zwar haben wir uns in der letzten Woche vor allem Selbstkonzepte angeschaut. Und dies sind mentale Repräsentationen der eigenen Person. In Bezug auf Selbstkonzepte auf die Schule gesehen, wird dies vor allem als schulbezogene Fähigkeits-Selbstkonzepte betrachtet und diese Selbstkonzepte haben, so wie auch viele andere von den wichtigen psychologischen Konstrukten, die wir bereits schon in vergangenen Vorlesungswochen betrachtet haben, aber auch jetzt heute haben diese psychologischen Konstrukte einen Einfluss auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lernenden allgemein außerhalb eines schulischen Kontexts. Also Selbstkonzepte haben ebenfalls einen Einfluss beispielsweise im Ausbildungsbereich, im Hochschulbereich, in der beruflichen Weiterbildung oder auch, wenn Sie das quasi so sehen wollen, im Beruf selber, wenn Sie da ein hohes Selbstkonzept von den jeweiligen Tätigkeiten, die Sie ausüben haben, kann sich dies im Regelfall positiv auf Ihre Performance dann auch beeinflussen. Genau, dann haben wir uns quasi angeschaut, okay, was sind gewisse Determinanten für Selbstkonzepte dabei. Insbesondere haben wir uns auch angeschaut, Geschlechterstereotypen, die auch beeinflussen können, wie sich Selbstkonzepte manifestieren, beziehungsweise was das auch als Einflussfaktor hat, wie da in gewisser Weise Mediation, Moderation oder auch wie man dann sich Ursachenzuschreibung auch machen kann. Und dabei sind, wie auch der Großteil richtig erkannt hat, Geschlechterstereotypen ein Beispiel für selbstkonzeptbezogene Erwartungswerteffekte. In Bezug auf das Selbstkonzept und wenn eine Leistung erbracht wurde, wie diese Leistung beurteilt wird, auch als Kausalattribution beschrieben, da haben wir uns dieses Modell nach Weinert angeschaut, wo man sich genauer angeschaut hat, okay, wie wird Leistung eingeschätzt und in Bezug auf die Lokalität und die Stabilität. Und bei Aufgabenschwierigkeit als ein Beispiel ist dies jetzt etwas ein Beispiel für eine stabile externe Kausalattribution. Genau, also so viel zur vorhergehenden Woche. Das Leaderboard wurde ebenfalls geupdatet für unsere Vorlesung. Es ist für mich als Fußballfan in gewisser Weise natürlich immer spannend zu sehen, wie sie in der Tabelle Verschiebung geben. Ich hoffe ja darauf, dass der BVB die Bayern auch noch bis zum Saisonende abfangen wird. Und genau so freue ich mich natürlich auch, wenn sie sich motiviert fühlen, um quasi ihren eigenen Namen oder ihr eigenes Namenskürzel beispielsweise auf diesem Top 20 Leaderboard zu sehen und wie sich da auch dann Verschiebungen auch ergeben. Also ich beobachte das auch wirklich zu häufig, wenn ich ehrlich bin, aber auf jeden Fall ist es auch sehr spannend, Sie auch da zu sehen. Und wir haben auch da jetzt auch die ersten Blogbeiträge, die online sind, dass die ersten Erklärvideos auch sehr
spannend. Also ich kann Ihnen auch wirklich empfehlen, dass wenn Sie Erklärvideos sich anschauen wollen, um sich vielleicht auch Inspiration zu suchen. Das Gleiche ist auch für Podcasts oder für das Storytelling zu sehen. Auf unserer Piazza-Plattform finden sich auch da wirklich auch eine Vielzahl an wirklich spannenden Beispielen. Und ich will Sie auch wirklich muntern, wirklich einzelne Themenbereiche, Themenkomplexe, die Sie hier in der Vorlesung kennenlernen, herauszugreifen, um die dann auch noch vielleicht etwas weiter zu denken, beziehungsweise sich auch da vielleicht zu überlegen, wie ist vielleicht der Bezug, die Relevanz zur eigenen Person, was sind vielleicht andere Beispiele, was sind vielleicht auch andere oder weitergehende Befunde, die Sie halt auch präsentieren wollen. Denn im Endeffekt wollen wir quasi über das Semester so ein wirkliches Kompendium an Ressourcen gemeinsam erarbeiten, welche Sie dann nicht nur zur Klausurvorbereitung verwenden können, sondern auch im weiteren Verlauf Ihres Studiums bzw. Ihres Lebens. Wir wollen Sie natürlich auf Ihr Leben hier auch vorbereiten, völlig klar, worauf Sie danach auch noch Bezug nehmen können und auch zurückgreifen können, um Sie dann auch zu unterstützen. Okay, die Motivation steht im Fokus von unserer heutigen Sitzung und vor allem in Bezug auf die kognitiven Handlungstheorien. Und wir gehen auch da so ein wenig in den Schwung zur dynamischen Persönlichkeitstheorien herein, wo wir uns dann sowohl die Selbstbestimmungstheorie und auch Interessenstheorien anschauen werden. Genau, also in Bezug auf das Erwartungswertmodell, das ist quasi die erste Theorie, die wir auch kennenlernen werden. Aber bevor wir damit starten, würde ich Sie bitten, damit Sie auch gut in den Morgen hereinstarten, wenn Sie die Vorlesung live verfolgen, mit Ihren Mitstudierenden zu diskutieren, warum Sie beispielsweise für Handlungen motiviert sind oder warum Sie auch nicht dafür motiviert sind. Was quasi Ihre Faktoren darstellen, die Ihre Motivation beispielsweise heute Morgen diese Vorlesung zu besuchen beeinflussen oder auch die Vorlesung später live auch auf YouTube zu verfolgen. Also prinzipiell für unsere YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde Ihnen auch empfehlen, da wirklich die Videos zu pausieren und sich auch dann auch Gedanken zu machen, einfach über die einzelnen Fragen und die dann vielleicht zumindest mental dann auch zu notieren. Okay, circa 5 Minuten. Ich bereite die Breakout-Räume vor. Ich bin auch wirklich ein großer Fan von den vielen Tierbildern, bin ich ehrlich. Ich brauche auch einfach schon mal eine Folie weiter. Genau, also die Frage ist, wieso Sie zu Handlungen motiviert sind. Apropos Breakout-Räume, ich habe jetzt kein weiteres Feedback bezüglich dem Switchen von Personen in Breakout-Räumen gekriegt. Von daher machen wir es jetzt wieder so: Wir machen immer eine neue Person, aber über 2 Breakout-Räume verteilt bleibt es die gleiche Gruppe. Also es ist so ein bisschen so ein Mittelweg, der schien, glaube ich, vielen auch gefallen zu haben. Okay, 5 Minuten, Zeit geht los, ab jetzt. Viel Spaß.
Okay, willkommen zurück. Sie werden vermutlich jetzt in den verschiedenen Gruppen auch verschiedene motivationale Konstrukte auch diskutiert haben und vielleicht auch betrachtet haben, was so Faktoren dafür darstellen, was sie zu Handlungen motiviert. Und wir wollen dies jetzt in einen theoretischen Rahmen bringen und als Basiskonzept das Erwartungswertparadigma vorstellen. Die zentrale Annahme von dem Erwartungswertmodell ist es, dass sowohl die Zielrichtung als auch die Stärke der Motivation sich vor allem aus den Einschätzungen des möglichen Nutzens einer Handlung bezieht. Dabei wird vor allem als Antriebsfaktor das Handlungsergebnis in den Vordergrund gestellt. Und dies kann quasi auf zwei Weisen auch erreicht werden. Zum einen, um quasi eine positive Konsequenz zu erreichen oder um eine negative Konsequenz auch zu vermeiden. Und also Sie sehen schon die Erwartungskomponente als ein zentraler Bestandteil, also welchen Erfolg quasi man betrachten kann oder die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und als andere zentrale Komponente wird die Wert Komponente auch gesehen, also der erwartbare, daher auch die Erwartung, der erwartbare Nutzen des Handlungsergebnisses. Und die Motivation setzt sich quasi aus diesen beiden Komponenten zusammen, so dass sie halt sowohl die Erfolgswahrscheinlichkeit betrachten, auch als auch den erwarteten Nutzen des Handlungsergebnisses. Es gibt da verschiedene zentrale Modelle, die dies betrachten. Das eine Modell ist das handlungstheoretische Modell der Motivation nach Heckhausen, welches diese verschiedenen die Komponenten sowohl auf der Erwartungsebene betrachtet als auch auf der Handlungsebene. Und Sie sehen quasi auf der linken Seite, dass es sich quasi dann in einer Situation durchzieht, von einer Situation zu einer Handlung, was dann ein Ergebnis betrifft und dann was dies dann für Folgen auch zum Ausdruck bringt. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise die verschiedenen Übergänge in diesen Handlungsepisoden anschauen. Beispielsweise auf der Anreiz- und Wertebene wird auch betrachtet, okay, was sind die Anreize, die Handlungen aus der Situation durchzuführen und auch quasi wie, inwieweit Handlungen Ergebnisse auch beeinflussen können. Also auch inwieweit quasi das eigene Zutun einen Einfluss besitzt. Aber logischerweise, das kann natürlich auch beeinflussen, inwieweit Sie überhaupt sich entscheiden, eine Handlung zu tätigen oder ob Sie sich vielleicht nicht ebenfalls überlegen, okay, ich handle jetzt bewusst nicht und was sind eventuelle Folgen, wenn ich in der Situation nicht handle? Also das ist dieser eine Pfeil von der Situation direkt zum Ergebnis ohne die Handlung. Und dies wirkt sich dann quasi auf die Folgen vom Ergebnis aus. Also was bedeutet das für mich? Inwieweit führt quasi das Ereignis zu gewissen Folgen, was dann wiederum auch die Anreize für zukünftige Handlungen dann auch betrachten kann, ebenfalls auch quasi von einer sozialen Komponente aus gesehen. Wenn wir dies quasi etwas weiter spannen, dann sehen Sie quasi die soziale Umwelt als
einen wichtigen Faktor, der auch beeinflussen kann, wie Lernverhalten, wie Handlungsverhalten auch geschehen kann. Soziale Umwelt auf der Erwartungsebene, also auch wenn Sie sich vielleicht an die letzte Woche zurückerinnern, wie da beispielsweise Geschlechterstereotypen und andere Faktoren, Sie sehen da auch schon gewisse Bezüge, Querbezüge zwischen den einzelnen psychologischen Konstrukten. Also quasi die soziale Umwelt sowohl external mit dem kulturellen Milieu oder auch quasi wie Sie Erfahrungen haben, wenn Sie das Lernverhalten von anderen auch beobachten, Stichwort Modelllernen, wenn Sie sich auch wirklich an die allerersten Vorlesungen zurückerinnern wollen, als auch quasi internal, wenn Sie sich betrachten, wie sind Ihre eigenen Lernerfahrungen und wenn Sie dies reflektieren. Dies wird dann quasi weiter verarbeitet. Subjektiv auf der Erwartungsebene, wo Sie sich auch betrachten, okay, wie hat mein soziales Umfeld Handlungen attribuiert? Was sind quasi da die Bezüge von Ihren Handlungen auf die bisherigen Lernerfahrungen, die Sie gemacht haben? Und das hat da dann wiederum auch einen Einfluss darauf, okay, auf das eigene Selbst. Konzept, was wir auch in der letzten Woche genauer gesehen haben. Also was da wirklich auch im Zentrum steht, ist quasi auf der Erwartungsebene, kann ich das leisten, kann ich das machen, wie ist auch da die Erfolgswahrscheinlichkeit, um jetzt eine Handlung auch auszuführen. Auf der Anreiz- und Werteebene ist es dann, dass man sich dann genauer betrachten wird, okay, warum macht man dies? Also Interessenskomponenten, Emotionen spielen eine wichtige Rolle. Oder was ist irgendwie die Nützlichkeit von Handlung, beziehungsweise auch vielleicht auch von einer anderen Perspektive gesehen, die Kosten beispielsweise, wenn man auch Handlungen vielleicht auch nicht ausführt. Und in Bezug auf, wie für eine spezielle Handlung diese Werte, die Wertigkeit ausgeprägt wird, das hat auch einen Einfluss dann darüber, wie sie quasi in den Handlungen sich engagieren, also mit welcher Anstrengung Sie da herangehen, welche Lernstrategien Sie vielleicht auch verwenden, beziehungsweise auch wie kontinuierlich und wie ausdauerlich Sie dann in der Handlung sich dann auch engagieren. Und das führt quasi also von dem Lernverhalten, dies führt dann zum Lernergebnis, wo Sie dann Lernresultate auch sehen als Folge von Ihrer Handlung. Diese Resultate, und dies ist auch wirklich sehr wichtig, die müssen nicht nur kognitiv performant, also so etwas wie Testergebnisse auch betrachten, sondern es kann auch auf der motivationalen oder auch der emotionalen Ebene Folgen für Sie haben, diese Handlung, welche Sie dann auch wiederum, und da sehen Sie auch, wie es in gewisser Weise auch ein Kreislauf dann auch zu sehen ist, diese Folgen der Handlung beeinflussen dann auch wiederum, wie Sie die soziale Umwelt wahrnehmen, wie quasi da auch die Reflexion vom eigenen Handeln dann auch betrachtet wird. Also Sie sehen auch wirklich hier die fachbezogenen Selbstkonzepte als wirklich auch einer der zentralen Merkmale für motivationale Theorien und auch Konstrukte. Ein weiteres Modell, und zwar das Erwartungswertmodell der leistungsbezogenen Aufgabenwahl nach
Eccles. Das schaut sich quasi die Erwartung und den Wert an und bezieht sowohl Erwartung und Wert auf die Performance der Leistungen. Und dabei hat quasi die Wertkomponente verschiedene Bausteine, die den Wert von Aufgaben oder von Handlungsaufforderungen quasi betrachten. Also wenn Sie sich quasi entscheiden, was Sie für Handlungen motiviert, und Sie werden jetzt auch da vielleicht die Bezüge sehen von den Sachen, die Sie sich in den Breakout-Räumen diskutiert haben, beziehungsweise die Sie sich während der Breakout-Zeit überlegt haben. Also subjektive Wertkomponenten ist zum einen das Interesse, was beeinflusst, was für einen Wert Sie Aufgaben oder möglichen Handlungen zuweisen. Dann der Zielerreichungswert. Was bringt es mir, wenn ich das Ziel erreiche? Was ist da der Vorteil in gewisser Weise, den man daraus ziehen möchte? Dann der subjektive Nutzen, der gesehen wird in der Handlungsausübung, was auch quasi mit Utility Value quasi übersetzt wird, und quasi wie schwierig es ist. Also so die Kostkomponente. Also was muss ich aufwenden für die Handlung? Und quasi diese beiden Ebenen, sowohl die Wertkomponente als auch die Erwartung, also die Erfolgserwartung, die Sie für eine Handlung haben, das beeinflusst dann quasi Ihre Performance. Wichtig dabei, und das wird quasi in diesem Modell auch nochmal wirklich explizit auch gemacht, werden die verschiedenen Einflussvariablen sowohl auf die Erwartungskomponente als auch auf die Wertkomponente betrachtet. Und Sie sehen wirklich jetzt auch in diesem roten Viereck, wie viele verschiedene Einflussvariablen und auch auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Einflussvariablen da auch zu sehen sind, beziehungsweise auch wie da auch die Querverbindungen untereinander auch gelegt werden. Also soziales Milieu, was dann beispielsweise die Wahrnehmung von den Überzeugungen beeinflusst, oder auch die eigenen personalen Merkmale, wie die eigenen Fähigkeiten, das Geschlecht oder andere internale Merkmale wie leistungsbezogene Erfahrungen, was dann quasi die subjektiven Interpretationen der vorausgegangenen Erfahrungen auch wirklich beeinflusst, was dann wiederum einen Einfluss auf die affektiven Reaktionen dann auch betrifft. Also Sie sehen wirklich, dass da eine Vielzahl an unterschiedlichen Konstrukten quasi im Spiel sind, die dann beeinflussen, wie Sie sowohl die Erfolgserwartung einer möglichen Handlung sehen, als auch die einen Einfluss auf die Wertkomponente auch besitzen. Also wirklich quasi so mit eines der wichtigsten Modelle auch der pädagogischen Psychologie. Ich habe Ihnen auch jetzt einfach mal die Personen mitgebracht, vielleicht auch als kleine als kleine Anregung. Jackie Eccles wird jetzt im kommenden Jahr nach Tübingen für ein Symposium auch kommen. Also quasi so die erfolgreichste weibliche Psychologin der Welt, vermutlich aller Zeiten sogar. Genau. Und Sie können quasi auf unserer Website dann auch vermutlich sehen, wann genau das Symposium auch stattfinden wird. Und ich kann Sie auch da wirklich auch nur dazu einladen und auch Ihnen quasi Sie auch quasi dazu ermuntern, dann auch vielleicht einfach
mit ihr in ein Gespräch zu treten. Wirklich auch ein super Mensch. Ich bin ein großer Fan. Ich fühle mich auch sehr privilegiert, verschiedene Forschungsprojekte auch quasi mit ihr zum Teil auch zu diesem Modell in der Vergangenheit gemacht zu haben und jetzt auch noch weiterführend in Bezug auf Hochschullehre. Vielleicht werde ich da auch noch einiges dann auch vorstellen, dann zu betrachten. Genau. Wir gehen in einen nächsten Breakout-Raum, wo sie quasi jetzt dieses Modell, was auch wirklich sehr groß ist, ich würde sie auch da wirklich auch empfehlen, die Folien, wenn sie sich die Folien noch nicht heruntergeladen haben, machen sie das am besten schnell, dass sie sich das Erwartungswertmodell nach Eccles quasi doch mal auf die Folien nehmen und die verschiedenen Einflussvariablen jetzt wirklich sehr konkret an dem Beispiel, was Sie in den Breakout-Räumen gerade diskutiert haben, noch einmal betrachten, um zu schauen, okay, was hat sich für Handlungen motiviert, wie waren die verschiedenen Einflüsse, was waren vielleicht die Wertkomponenten, die Sie gehabt haben, die dann einen Einfluss gespielt haben. Also Sie können sich sowohl das Beispiel vom vorherigen Breakout-Raum nehmen oder Sie können sich auch logischerweise ein neues Beispiel auch überlegen. Circa 7 Minuten Breakout-Räume bleiben, die Gruppen bleiben jetzt auch wieder gleich erstmal. Alles klar, bis gleich.
Okay, so, willkommen zurück. Ich bin mir sicher, dass Sie jetzt quasi in den Breakout-Räumen noch die einzelnen Komponenten auch genauer diskutieren konnten, um da damit auch zu sehen, okay, was sind so Einflussfaktoren, die Sie zu Handlungen auch motivieren. Bevor wir weitergehen, weil es auch eine gute Überleitung gibt, im Chat gab es zwei Fragen. Zum einen, inwieweit die Wertkomponente vom Erwartungswertmodell auch mit einer Sinnkomponente, also dem Suchen nach einem Sinn, betrachtet werden kann. Ich glaube, es kommt auch da sehr stark darauf an, wie Sie jetzt Sinn definieren und was Sie darunter verstehen. Also jetzt beispielsweise im Modell nach Eccles haben Sie ja die vier Komponenten auch einfach gesehen. Da können Sie quasi dann auch betrachten, was da die verschiedenen Faktoren sind, aus denen sich der Wert auch zusammensetzt. Das würde ich Ihnen dabei auch empfehlen, genauer zu betrachten. In gewisser Weise, die zweite Frage ist jetzt auch eine gute Überleitung, weil die Frage sich vor allem auch darauf bezog, was sind Zielvorstellungen, was ist das Ziel einer Handlung und inwieweit auch der subjektive Nutzen auch als eine Zielvorstellung auch darstellen kann. Das sehen wir jetzt auch quasi, wenn wir uns die Wertkomponente doch mal genauer anschauen, um uns zu betrachten, okay, was sind wichtige Leistungsziele für eine Person? Und das kann auch beispielsweise dann so etwas sein wie Prozesse besser auch zu lernen und verstehen zu können und welche Leistungsziele quasi von einer Person als wichtig erachtet werden. Und das ist dabei halt wichtig, dass Sie sich auch dabei betrachten, die Unterscheidung von Lernzielorientierung und Leistungszielorientierung, um dann halt genauer zu betrachten, wie sich das dann in der Wertkomponente auch genauer auswirkt. Dabei sind Zielorientierungen auch zu sehen als disproportionelle Merkmale einer Person, die relativ dauerhaft auch im kognitiven System von Personen auch repräsentiert werden. Also Sie können dies beispielsweise im Zitat von Carol Dweck auch sehen, wo sie halt genau betrachtet, wie manche Schülerinnen und Schüler bei Leistungsanforderungen, auch wenn sie steigen, sehr zuversichtlich bleiben und auch da über eine längere Zeit hinweg dies auch sehen, während andere dann eine ängstliche Einstellung dann auch entwickeln. Und Sie können sich dies quasi betrachten, wenn Sie sich da anschauen, welche Ziele verwendet werden. Also sowohl lernzielorientierungsmäßig oder Leistungszielorientierungen. Und die größere Unterscheidung dabei ist, dass Personen, die eine Lernzielorientierung haben, vor allem Lern- und Leistungssituationen als Gelegenheit sehen, eigene Kompetenzen auch zu erweitern, was quasi ergänzt wird, beziehungsweise im Gegensatz auch, was heißt im Gegensatz, aber die andere Orientierung ist die Leistungszielorientierung, die vor allem daraufhin ausgelegt ist, die eigene Leistungsfähigkeit auch zu betreffen oder zu demonstrieren und oder auch quasi zeigen zu können, okay, hey, ich bin besser als andere. Also Sie sehen da auch quasi jetzt auf die Frage subjektiver Nutzen als Ziel einer Handlung, da ist dann auch, es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie Sie jetzt subjektiver Nutzen jetzt auch
definieren. Aber wenn Sie das jetzt quasi so sehen, okay, Sie machen das, weil Sie mehr lernen wollen, weil Sie quasi Ihre eigenen Kompetenzen auch erweitern wollen, dann wäre dies jetzt in der Wertkomponente vor allem gesehen auf die Lernzielorientierung. Und Sie können auch noch da jetzt nach der Klassifikation von Elliott auch doch mal unterscheiden zwischen Annäherungszielen auf der einen Seite, also dass sie erfolgszuversichtlich sind und quasi positiv sich den Situationen und den möglichen Handlungen widmen, als auch Vermeidungsziele, Vermeidungsstrategien, die Misserfolg ist. Ängstlich auch betrachtet werden, wo sie auch dann quasi negative Konsequenzen beispielsweise dann auch verhindern wollen. Also Sie haben quasi gesehen, Zielorientierung spielt eine große Rolle auch dabei. Und was jetzt auch dann quasi wichtig wird, wenn wir uns das noch weiter betrachten, ist quasi die Konstrukte der extrinsischen und der intrinsischen Motivation, die Sie auch vermutlich schon sehr häufig auch gehört haben. Also die extrinsische Motivation, die wird vor allem dann betrachtet, wenn Sie die Folgen sowohl positiv als auch negativ als größere Komponente sehen, was Sie halt motiviert. Das kann sowohl Tätigkeiten betrachten, die jetzt außerhalb der Tätigkeit liegen. Das wird dann vor allem auch gesehen in Sachen wie soziale Bewertungen. Was halten andere von mir? Oder materielle Bewertungen, dass sie etwas machen, weil sie dafür bezahlt werden. Oder dass es quasi andere Anreize gibt, die sie zu etwas überzeugen, obwohl sie quasi von der Handlung an sich selber nicht unbedingt interessiert sind und keine größere Motivation auch dazu verspüren. Im Verhältnis dazu steht es, wenn die Tätigkeit, die Handlung an sich selber so belohnend und interessant ist, dass sie diese Handlung ausüben. Und das wäre quasi dann der Bezug zur intrinsischen Motivation, wo Sie also wirklich genau sehen, die Handlung, die Tätigkeit durchzuführen, wenn dies quasi der treibende Faktor darstellt, eine Handlung auch auszuführen. Sie hören sicherlich häufig quasi, weil es so ein Paar ist, extrinsische Motivation und intrinsische Motivation, dass dies die gegenseitigen Pole auch sind. Aber Sie werden auch noch nachher sehen, in gewisser Weise sind dies nicht die Pole, weil Sie ja auch in beiden Teilen auch wirklich Handlungen ausüben und auch in beiden Handlungen quasi Motivation verspüren, Handlungen zu machen. Und das sieht man auch quasi, wenn man sich jetzt etwas genauer verschiedene Studien auch anschaut, die sich betrachten, die Effekte der intrinsischen Motivation und auch die extrinsische Motivation. Genau, also da schauen Sie beispielsweise etwas genauer an, okay, was da die Unterschiede bei sind. Und in dieser Studie wurde quasi untersucht, das Zusammenspiel sowohl von der intrinsischen Motivation als auch von der extrinsischen Motivation. Ich muss noch mal kurz den Bildschirm neu teilen, weil hier das kurz weggegangen ist. Kurz schauen. Okay, passt. Ja, wissen Sie, ich gebe in diesem Semester auch eine
auch ein Seminar zu digitalen Medien und pädagogische Psychologie. Viele Grüße an die Seminarteilnehmenden auf jeden Fall, wenn sie jetzt auch gerade dabei sind. Und quasi so, die digitale Medien ist ja auch wie unsere, kann man schon sagen, Altkanzlerin sagen würde, ist ja auch in Euland für viele und wir machen das natürlich auch gemeinsam hier. Aber ich finde prinzipiell auch die Kooperation mit dem ZFM super, super. Also ich kann das nicht nur lobend auch äußern. Und ich glaube, Sie sehen das ja auch, also selber unsere Vorlesung klappt auch im Regelfall echt super. Okay, jetzt müssen Sie auch wieder die Folien sehen können, glaube ich. Okay, dann machen wir weiter. Genau, und zwar in dieser Studie haben sich quasi da die Forscherinnen und Forscher angeschaut. Okay, was ist der Effekt, wenn Leute intrinsisch oder extrinsisch motiviert werden? Und sie haben quasi Kindern in einem Raum gesagt, okay, wenn ihr mit Filzstiften spielt, dann erhaltet ihr eine Belohnung. Und das Spannende ist quasi, wenn man sich dann betrachtet, okay, im Vergleich zu vielen anderen Dingen, mit denen da auch gespielt werden könnte. Und das Spannende war jetzt da, dass für Kinder, die jetzt quasi denen gesagt wird, okay, hey, wenn ihr da das macht, erhaltet ihr quasi die materielle Belohnung, dass das nicht unbedingt die Zeit erhöht, in denen Kinder quasi auch dann diese Tätigkeit ausgeführt haben, was auch sehr spannend ist quasi. Und da könnte man sich dann auch nochmal genauer betrachten, okay, wo kann man das sehen? Weil Sie würden vielleicht auch, wenn Sie da dann auch sehen würden, extrinsische Motivatoren kann auch eventuell nicht unbedingt von Vorteil sein, wenn sie da gewisse Handlungen auch beeinflussen wollen. Und also ist es da wirklich spannend, quasi so zu sehen, wie da auch die unterschiedlichen Faktoren sind, um quasi auch intrinsische Motivation auch besser zu beeinflussen. Weil auch vom Zusammenspiel, man kann es natürlich auch machen, dass man vielleicht Handlungen zunächst etwas mehr extrinsisch motiviert und dass dann, obwohl die Handlungen zu Beginn extrinsisch motiviert sind, dann im Übergang danach ist vor allem auch zu einer intrinsischen Motivation wird, sodass die Faktoren, die Anreizsysteme dann auch vor allem danach in der Tätigkeit auch selber liegen. Und ich sehe das ja auch super bei unseren Reading Reactions beispielsweise, wo wir auch wirklich sehen können, theoretisch extrinsisch motiviert, da irgendwie 100 Wörter oder 120 Wörter zu schreiben. Aber viele von Ihnen nehmen halt quasi diese extrinsischen Motivatoren und schreiben wirklich so viel mehr, so viele spannende Sachen auch, wirklich auch mit eigenen Erfahrungsberichten, wirklich klasse, wo wir wirklich auch den Übergang quasi auch wirklich sehen. Und das wurde auch wirklich auch von einigen von Ihnen, die quasi auch insbesondere diese Reading Reaction auch zur Reflexion quasi über die Veranstaltung und über das eigene Lernverhalten auch verwendet haben, um dann auch wirklich zu sehen, okay, hey, ich bin wirklich daran interessiert. Ich bin wirklich hier an Theorien der pädagogischen Psychologie interessiert. Ich will da mehr wissen und quasi der Prozess, darüber mehr zu wissen zu wollen und auch mehr zu lernen, ist auch da absolut sichtbar und wurde auch von einigen von Ihnen auch da quasi in den Reading Reactions auch gezeigt. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich noch ein Beispiel hier für diese Lernzielorientierung kurz sagen, und zwar, ob Sie quasi am Lernziel orientiert sind, beziehungsweise
leistungsorientiert, was Zielsetzungen sind. Vor allem diejenigen von Ihnen, die quasi im Leaderboard gerade ganz oben stehen. Warum machen Sie das? Auch eine spannende Frage. Und zwar da auch als Unterscheidung, wollen Sie da oben stehen quasi nur, um quasi das sich selber zu präsentieren? Oder ist es, dass es quasi eher zufällig passiert, weil Sie halt so in den intrinsischen Sachen halt am Lernprozess halt auch interessiert sind, um dann quasi das quasi ganz beiläufig dann auch zu erreichen? Wirklich sehr spannend, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die vielleicht da Aspirationen besitzen, was da quasi die verschiedenen Faktoren sind, die da auch ihre Handlungen dann auch beeinflussen. Also ich will Sie auch wirklich hier auch dazu ermuntern, die vielen Theorien, die Sie in dieser Veranstaltung lernen, zu nehmen, um quasi Ihr eigenes Verhalten jetzt nicht nur hier in dieser Veranstaltung, sondern auch allgemein im Studium auch zu reflektieren. Okay, Selbstbestimmungstheorie geht vielleicht noch mal etwas genauer darauf ein, um quasi zu betrachten, inwieweit im Zusammenspiel von der extrinsischen und der intrinsischen Motivation genauer zu schauen, inwieweit extrinsisch motivierte Verhaltensweisen auch dennoch internal und integriert werden können und wie dies quasi auch passiert. Und zwar, Sie sehen da, dass die Selbstbestimmungstheorie sich die Selbstbestimmung auf einem Spektrum anschaut, wo Sie sowohl die extrinsische Motivation sehen, als auch die intrinsische Motivation und dann auch quasi den eigentlichen Gegenpol, und zwar die A-Motivation, wo halt wirklich keinerlei Motivation vorliegt. Und bei der extrinsischen Motivation sehen Sie vielleicht noch da auch noch mal aufgeschlüsselt, welche Anreizsysteme außerhalb der Tätigkeit auch vorliegen können. Die Selbstbestimmungstheorie sagt dann quasi, Menschen verfolgen Ziele vor allem, wenn drei Grundbedürfnisse erfüllt werden. Also sowohl das Grundbedürfnis nach Autonomie, das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und das Grundbedürfnis nach Kompetenz. Also Autonomie zum Beispiel, dass Lernende selbstständig entscheiden können, wie sie Ziele verfolgen, welche Ziele sie verfolgen und auch vor allem, welchen Weg Lernende gehen, um auch Ziele zu erfolgen. Soziale Eingebundenheit, auch im Kontext darauf, dass sich Menschen quasi in einem sozialen Milieu, in einer Gesellschaft befinden. Und wenn Ziele quasi auch gemeinsam mit anderen auch erreicht werden, wenn auch in gewisser Weise so Identitätsbildung auch vonstatten ist und sich Lernende quasi in den Lernsituationen in einem sozialen Eingebundenen, in einem kooperativen Verhältnis, würde ich sagen, fast befinden. Das ist natürlich auch noch etwas sehr Lernförderliches, was dann das Need für Belonging dann genauer betrachtet. Und das dritte, Kompetenz erleben, wenn Handlungen durchgeführt werden und wenn sie quasi darin engagieren, dass sie merken, okay, ihr Wissen wächst, ihre Fähigkeiten wachsen. Sie haben das Gefühl, dass sie quasi eine erhöhte Selbstwirksamkeit vielleicht bekommen, um dann auch zu merken, okay, die Handlungen haben einen Einfluss darauf, was sie machen und sie dienen halt auch zur Zielerfüllung. Also das Erleben auch, dass quasi ihr Wissen oder ihre Fähigkeiten wachsen. Also diese drei größeren Themenbereiche sind
finde auch die Grundbedürfnisse, die auch quasi so als im Englischen ABC der Motivation auch genannt werden. Und wenn alle drei Grundbedürfnisse erfüllt sind und sei es auch, dass sie vielleicht auch teilweise external zu Beginn motiviert wurden, dann kann intrinsische Motivation wesentlich einfacher auftreten und dann quasi integriert werden, also die extrinsische Motivation dann quasi in die intrinsische Motivation integriert werden. Und dazu würde ich Sie jetzt nun bitten, auch teilweise inspiriert von dem Feedback auf eine der ersten Vorlesungswochen, wo quasi gesagt wurde, auch schon im Vorgewinn gewisser Weise von denen, hey, die Vorlesung ist ja komplett extrinsisch motiviert mit unserem Punktesystem beispielsweise. Ich würde Sie jetzt nun bitten, quasi in Bezug auf die Selbstbestimmungstheorie und diese drei Grundbedürfnisse, also Autonomie, soziale Eingebundenheit und Kompetenz, dass Sie sich überlegen, wie unsere Vorlesung Sie unterstützen will, von der extrinsischen Motivation zur intrinsischen Motivation zu gelangen. Circa 7 Minuten und wir machen andere Breakout-Teams und dann sehen wir uns in 7 Minuten circa wieder. Alles klar, bis gleich.
Okay, so. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, was Sie in den Gruppen diskutiert haben. Und würde Sie daher jetzt bitten, die Gruppen 1, 7 und 14 in das Chatfenster zu schreiben. Vielleicht ein Beispiel jeweils für eine oder sagen wir mal für zwei von den drei Komponenten. Ein Beispiel von zwei von den drei Komponenten von diesen drei Gruppen 1, 7 und 14. Genau. Was Sie auch noch da im Bezug sehen zum im Zusammenspiel extrinsische Motivation, intrinsische Motivation ist der sogenannte Korrumpierungseffekt. Also dass wenn Sie extrinsische Motivation haben, also Bewertungen, Awards, dass das auch intrinsische Motivation auch beeinflussen kann. Und es wird halt auch da quasi betrachtet, dass wenn sich quasi materielle Belohnungen oder quasi extrinsische Belohnungen geben für Verhalten, was eigentlich intrinsisch motiviert wird, das hat einen negativen Effekt auf das selbstbestimmte Verhalten. Und vor allem wird dabei auch die Autonomie also eingeschränkt auch betrachtet, weil anstelle davon, dass selbstständig auch Handlungen ausgeführt werden, wird es vor allem auch als externe Verhaltenskontrolle auch erlebt. Allerdings gibt es jetzt auch da verschiedene Erkenntnisse, dass es auch nicht unbedingt so schädlich ist, wie es wirklich auch angenommen wird. Vor allem, wenn Belohnungen auch vor allem informierend sind und auch weniger einen Kontrollcharakter haben, wenn es auch vor allem auch verbal gesehen wird und auch sehr spannend, wenn vor allem diese Anreize, diese Belohnungen sehr leistungsbezogen werden, auch nach verschiedenen Komponenten. Genau, wir haben auch vorhin hier im Chat auch wurde etwas gesagt, dass der Bezug auf das Flow-Gefühl, dass wenn Handlungen sehr stark, sehr intrinsisch motiviert sind und dass wenn Leute sehr viel machen, weil sie an den Tätigkeiten selber interessiert sind und auch da wirklich die Zeit verlieren, dass das auch den Übergang zum Flow-Erlebnis auch hat. Das wird quasi in der Flow-Theorie auch vor allem besprochen von Csikszentmihalyi, der sich wirklich fragt, okay, warum manche Leute freiwillig Dinge tun, die auch wirklich schwierig sind, die vielleicht auch eine sehr geringere, die eine sehr geringe Belohnung auch vielleicht haben, aber trotzdem, dass sehr viel Zeit investiert wird, um das zu machen. Und Antwort dafür ist, dass sie einen Flow erleben, also dass die Anreize, die Motivation, so etwas zu machen, wirklich auch darüber hinausgeht, dass Tätigkeiten ausgeübt werden. Also quasi wirklich als Extrembeispiel in gewisser Weise für die intrinsische Motivation steht dieses Flow erleben. Beispiele dafür sind in den Video Reactions beispielsweise mit Playmobil Spielen früher auch sehr spannend mit Playmobil oder Lego Spielen das will beispielsweise Scratch, das ist so eine blockbasierte Programmiersprache für Kinder im Alter ist es so die ein für so dritte bis zehnte Klasse, wo Kinder spielerisch verschiedene Kenntnisse der Programmierung kennenlernen, wo man auch wirklich auch so gut sehen kann, dass viele Kinder sehr viel mit dieser Umgebung wirklich auch spielen und quasi so ein starkes Interesse in diese Tätigkeit haben, dass wirklich vielerlei andere Tätigkeiten auch komplett ausgeblendet werden, um quasi das zu machen. Also, das auch quasi als ein Beispiel, wie lernt Umgebungen halt auch aussehen können, um es quasi zu schaffen,
schaffen, lernen, in so einen Flow zu bekommen. Und der Flow bezeichnet dabei halt auch vor allem so das Gefühl, dass sie wirklich in der Tätigkeit aufgehen und dass sie wirklich diese Handlung auch über längere Zeit wirklich quasi die Zeit verlieren in gewisser Weise, um die Handlungen auszuführen. Ich würde Ihnen auch da quasi empfehlen, wenn Sie wollen, Mikhail Csikszentmihalyi hat auch einen TED-Talk gegeben, den ich Ihnen auch wirklich sehr ans Herz legen will. Wir haben da leider jetzt nicht die Zeit dafür, aber vielleicht, wenn Sie irgendwie das nächste Mal irgendwie mit der Bahn irgendwo hinfahren, ist das etwas, sind das, ich glaube, 15 Minuten, die ich Ihnen auch wirklich sehr ans Herz legen kann, wo Sie da auch noch viel quasi von dem Begründer der Flow-Theorie auch wirklich dann auch erfahren werden. Vielleicht haben einige von Ihnen, die auch schon verschiedene TED-Talks sich angeschaut haben, also mir ist das auch schon passiert, dass ich da auch quasi so in einen TED-Talk-Watching-Flow gekommen bin und mir dann auch wirklich quasi anhand der Empfehlungen auch wirklich auch vielerlei andere TED-Talks auch noch danach auch noch angeschaut habe. Also Sie sehen halt auch da vielleicht als ein anderes Beispiel, wie quasi andere Plattformen auch probieren, quasi Interesse in gewisser Weise auch zu steuern und auch in gewisser Weise auch das zu versuchen, das dann entsprechend Interesse in eine Flow-Handlung übergeht. Wie genau kann man so einen Flow erreichen? Was sind dafür Merkmale, um mehr in diesen Zustand auch zu gelangen? Und zwar wichtig ist vor allem, dass das Anforderungsniveau und das Fähigkeitsniveau sehr gut aufeinander abgestimmt wird, sodass sie quasi jederzeit in Tätigkeiten engagieren, das Anforderungsniveau und das Fähigkeitsniveau übereinstimmt, ist es ebenfalls sehr wichtig, dass Sie wirklich eindeutige Ziele haben. Beispielsweise Bergsteigen, Sie wollen auf diesen verdammten Berg drauf. Und das machen Sie. Das Ziel ist klar. Und wenn so etwas klar definiert ist, was Sie wollen, wo Sie hinwollen, wird es gemacht. Und das hilft dann auch quasi in so einen Flow auch reinzugelangen, direktes Feedback zu kriegen. Bergsteigen beispielsweise, die fallen halt vom Berg herunter. Nein, aber also unmittelbares Feedback beispielsweise in Lernumgebungen wie Scratch, wenn Sie etwas programmieren und merken, yo, das funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder auch vielleicht, ja, okay, da funktioniert schon sehr viel, aber vielleicht so die und die Bausteine will man noch irgendwie anders verändern, um dann das zu debuggen, um halt auch da wirklich auch direktes Feedback zu kriegen, wie man das gut machen kann. Oder wenn Sie sich das beispielsweise mit irgendwie Videospielen überlegen, irgendwie League of Legends oder andere große Spiele, wo wirklich sehr viel Zeit investiert wird, wo die Spielerinnen und Spieler wirklich auch sehr häufig in einen gewissen Flow auch kommen, da das direkte Feedback von wegen, was funktioniert nicht und hat auch da gewisse Möglichkeiten, die Sie da sehen, die quasi diese Umgebung bietet, um Personen in so einen Flow-Status hereinzubekommen. Und so etwas von wegen, dass Sie selber von der Tätigkeit vor allem motiviert werden, das zu machen. Oder dass Sie wirklich auch Kontrolle darüber haben, die Tätigkeiten wirklich auszuüben. Das sind auch Merkmale von so einem Flow-Erlebnis. Oder dass Sie auch ein verändertes Zeitgefühl haben. Also wirklich auch quasi alles um sich herum vergessen. Das sind alles Merkmale, dass Sie quasi in so einem Flow auch drin sind. Wir haben auch gerade besprochen, die Anforderungen und die Fähigkeiten, quasi wie die in einem Zusammenspiel stehen. Und zwar, was Sie wirklich, wenn Sie so eine Lernumgebung designen, wirklich machen wollen, ist, dass Sie Ihre Person in so einen Flow-Kanal kriegen, also wo halt genau das Fähigkeitsniveau und das Anforderungsniveau übereinstimmen, sodass die Aufgaben, die Sie
geben, ihre Lernenden halt so weit herausfordern, dass weder Frust und Langeweile eintritt, noch Stress und Angst. Also wirklich auch da die Verbindung von dem idealen Schwierigkeits- oder Herausforderungsgrad ist dabei auch wirklich entscheidend, damit Personen quasi auch in diesem Flow-Kanal sich weiter bewegen, um dann auch überhaupt die Möglichkeit zu kriegen, in so einen intrinsischen Flow auch herein zu gelangen. Ich habe Ihnen jetzt da verschiedene Beispiele auch schon genannt von einem Flow-Erlebnis und auch in den Reading Reactions. Super, ich bin auch ein großer Fan von Ihnen, da bin ich ehrlich. So viele Beiträge auch richtig klasse. Und auch ich könnte problemlos einfach eine Stunde lang quasi gefühlt die Reading Reactions vorlesen und quasi daraus die vielen Beispiele für unsere verschiedenen Folien auch nehmen. Also ich kann sich auch wirklich da auch nur ermuntern, da auch dann hereinzuschauen. Ich weiß, wir haben sehr viele Beiträge, aber viele von denen lohnen sich auch. Und jetzt will ich Ihnen aber auch noch die Möglichkeit geben, für diejenigen von Ihnen, die jetzt auch live noch dabei sind, in einem Breakout-Raum zu besprechen, Flow-Erlebnis, wann hatten Sie das zum letzten Mal? Wie ist das passiert? Was waren vielleicht auch Gründe dafür, die Sie jetzt reflektiert betrachten können, was diese Umgebung, in die Sie, die ihr diesen Flow, die Ihnen diesen Flow ermöglicht hat, gegeben hat, damit Sie quasi in diesen Flow-Status auch gekommen sind. Wir machen auch am besten gleiche Breakout-Räume wieder, circa 5 Minuten. Und ja, dann geht's weiter los. Bis gleich.
Okay, willkommen zurück. Flo, sicherlich haben Sie in den Breakout-Räumen verschiedene Beispiele auch diskutiert. Ich würde da bitte bitten, die Gruppen 2, 9 und 10, Gruppen 2, 9 und 10, da vielleicht Ihre Beispiele in das Chatfenster zu stellen. Ich werde im Rückgriff quasi auf das Let auf die, die letzte Breakout-Runde Self-Determination Theory, ABCs of Motivation in Bezug auf unsere Vorlesung kurz zusammenfassen, was die Gruppen auch da in das Chatfenster geschrieben haben. In Bezug auf die Autonomie auf zwei Ebenen haben da quasi ihre Mitstudierenden diese Veranstaltung gesehen. Zum einen auf der etwas größeren Makroebene in Bezug auf Wahl der Veranstaltung. Für manche ist es Wahlpflicht, für andere, die belegen die Veranstaltung komplett freiwillig. Und da sehen Sie auch quasi so ein wenig im Studium. Wie haben Sie da Autonomie? Wenn Sie sich frei für Ihr Studienfach entschieden haben, was ja schon eine quasi eine autonome Entscheidung von Ihnen war, inwieweit dann Ihre Studiengänge dann Ihren Studienverlauf auch planen? Super spannend. Da mache ich auch quasi Forschung zu, wo man sich quasi anschaut, wie viele Wahlmöglichkeiten haben Sie quasi innerhalb Ihres Studiengangs, wie beeinflusst das auch, dass Sie quasi Studiumserfolg auch haben. Super spannend. Und quasi ein anderes Beispiel für Autonomie haben Ihre, wurden hier im Chatfenster genannt, die verschiedenen Wege, die zum Millionär zu werden, also wirklich zu schauen, okay, sich selber das eigene Portfolio an verschiedenen Dingen zu machen, um dann die notwendigen Punkte auch zu erreichen. Jetzt im Gegensatz zu beispielsweise, so wie diese Veranstaltung früher war, dass dort halt gezwungen waren, Quizze zu machen, und wenn man da unter einem gewissen Niveau lag, wurde man nicht zur Klausur zugelassen. Es gibt auch noch da viele andere weitere Beispiele. Also auch Sie werden auch quasi sehen, in den einzelnen Aufgabenbereichen, die wir haben, die Sie machen können, bleibt Ihnen auch so viel Autonomie. Sie können auch so viel frei wählen, um sich wirklich auch dann mit den Themen oder auch mit der Art und Weise, wie sie umgehen wollen, wie sie lernen wollen, dass sie da sehr viel Autonomie besitzen, um sich da auch quasi ihr eigenen Lernweg mit gewissen Rahmenbedingungen, aber quasi trotzdem ihren eigenen Lernweg auch zusammenzusuchen. Soziale Eingebundenheit, klar, vor allem im Corona-Semester, mit einem der grundlegenden Probleme, warum Online-Lehre auch so schwierig ist, weil halt dieses Sense of Belonging schwierig wird. Im Chat wurde da beispielsweise genannt, so etwas wie, dass Sie jetzt in den Breakout-Räumen auch miteinander reden können. Also Sie haben auch da wieder verschiedene Punkte, also sowohl die Kombination, dass Sie halt mit Studierenden untereinander reden können in den Breakout-Räumen auf Piazza, darum auch quasi diese auch leicht extrinsisch motiviert, aber auch wieder auch da mit dem Bezug darauf, dass man es wieder intrinsisch machen will, mit diesen zusätzlichen Punkten für Reading Reactions, wenn Leute darauf kommentieren, freiwillig logischerweise, dass Leute kommentieren, aber dass dadurch auch wirklich auch ein Austausch auch entsteht und quasi unter manchen Beiträgen entstehen da auch quasi wirkliche Diskussion, oder dass sie auch verschiedene Aufgaben wie diese Podcasts oder die Erklärvideos auch gemeinsam machen können, auch quasi einen Bezug auf die soziale Eingebundenheit. Sie fragen sich vielleicht die Tierbilder, was hat das mit unserer Vorlesung zu tun? Das ist überhaupt nicht relevant. Aber Blödsinn, das dient zur Identitätsbildung. Wir als Veranstaltung wollen gemeinsam einen Rahmen schaffen, wo sich Leute gut eingebunden fühlen und auch quasi mit der Veranstaltung identifizieren. Vielleicht da auch als direkte Frage an die Person von Ihnen, die vielleicht Tierbilder hochgeladen haben. Wenn Sie jetzt beispielsweise, wenn Sie mit diesem Pferd jetzt heute oder morgen ausreiten, also ich bin ehrlich, wenn das mein Pferd wäre, wenn hier Viktor mein Pferd wäre, ich würde Viktor erzählen, hey, in der Vorlesung heute,
warst du groß gefeatured an einer Exzellenzuniversität? Warst du gefeatured? Super, super. Also irgendwie, das ist auch wirklich quasi als ein weiterer Weg, um auch soziale Eingebundenheit auch in gewisser Weise auch zu fördern. Es gibt auch noch vielerlei andere Sachen. Dann Kompetenz erleben, wurden die Reading Reactions als Beispiel genannt, um quasi da auch das eigene Wissen oder quasi den Zuwachs von Wissen genau auch zu nehmen, zu erkennen. Ich würde auch noch die Quizze beispielsweise sehen, wenn Sie da merken, okay, wow, cool, ich habe irgendwie da 3 von 4 oder 4 von 4 korrekt beantwortet, wo Sie dann halt das direkte Feedback auch kriegen, von wegen, okay, ich habe da auch Kompetenzen erweitert und zugewachsen. Allerdings, Sie sehen so etwas auch vielleicht sogar schon innerhalb der einzelnen Vorlesungen. Beispielsweise heute, zunächst relativ unspezifischer Breakout-Raum zur Motivation, was motiviert Sie zu handeln. Dann haben Sie Dinge gelernt, wie Sie konzeptuell Motivationsmodelle anwenden können, was da Eindrucksfaktoren waren, Erwartungswertmodell, was Sie dann wiederum mit Ihren Mitstudierenden im zweiten Breakout-Raum weiter formuliert haben, um dann quasi Ihr Wissen auch schon zu erweitern. Sie werden sich auch da bestimmt gemerkt haben, okay, krass, das gibt da mir etwas, um quasi das eigene Fähigkeitsniveau auch zu erweitern. Also Sie sehen auch wirklich auf viele verschiedenen Ebenen, wie wir quasi probieren, von der extrinsischen Motivation, die in gewisser Weise auch vorhanden ist, den Übergang zur intrinsischen Motivation auch zu betrachten und da quasi auch verschiedene Interessensmodelle auch genauer zu sehen. Und ich würde vorschlagen, diese Interessensmodelle, die schauen wir uns einfach in der nächsten Veranstaltung einfach nochmal genauer an. Wir haben zwar auch in der nächsten Veranstaltung vor schon einen kleinen Exkurs zur Diagnostik und Evaluation zu machen. Also da lernen Sie verschiedene Testverfahren kennen und Sie lernen auch da quasi kennen, wie Sie dort evaluieren können, wie Diagnoseinstrumente, was da Gütekriterien beispielsweise sind. Aber wir lagern diese Interessensthematik da noch vor. Das passt auch von der Zeit wunderbar, da bin ich sehr optimistisch. Und ich freue mich da auf Sie, dies dann in nächsten Woche auch gemeinsam zu machen. Von daher freue ich mich und sage bis zur nächsten Woche dann. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich die Quizfragen vor einiger Zeit erstellt habe. Wenn eine Quizfrage zur Interessenstheorie kam, herzlichen Glückwunsch, Sie haben diese Quizfrage demnach komplett korrekt beantwortet. Das will ich Ihnen natürlich auch jetzt hiermit auch versichern. Also wir tragen dann, also kreuzen die Daten halt einfach irgendwas an und wir, also nur bei Fragen auf Interesse bezogen, logischerweise. Sie kriegen dafür dennoch die 10.000 Punkte, logischerweise. Okay, alles klar, dann bis zur nächsten Woche und ich freue mich auf Sie. Bis bald, ciao.